Liebe akademische Mittagsgemeinde, man mag es angesichts der regelmäßig wiederkehrenden Diskussion um den sogenannten Gender Wage Gap eigentlich kaum glauben. Schon Artikel 119 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957, einer der römischen Verträge zur Gründung unserer heutigen Europäischen Union, verpflichtete die Mitgliedstaaten auf den Grundsatz der gleichen Bezahlung von Männern und Frauen. Keine 20 Jahre später, 1976, sprach der EuGH in der Rechtssache Defrenne diesen Grundsatz dann sogar unmittelbare Wirkung im Verhältnis privater Arbeitsvertragsparteien zu. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist damit in den Mitgliedstaaten der heutigen Europäischen Union die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher Arbeit von Rechts wegen verboten. Speziell im Arbeitsrecht ist die Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts aber nicht nur in diesem Punkt rechtswidrig. Weil das Gebot gleicher Bezahlung geradezu zwangsläufig die Gefahr heraufbeschwört, dass die Ungleichbehandlung dann einfach nur verlagert wird, nämlich hin zu Einstellungs- und Beförderungsentscheidungen, hat wiederum zunächst der europäische Gesetzgeber ein umfassendes Verbot der Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts im Arbeitsrecht geschaffen. 1976 verpflichtete er die Mitgliedstaaten in einer Richtlinie, jede Diskriminierung wegen des Geschlechts, insbesondere beim Zugang zur Beschäftigung und beim beruflichen Aufstieg, zu unterbinden. Dieser Schutz wurde dann über die Jahre unter tätiger Mithilfe des Europäischen Gerichtshofs immer weiter ausgebaut und findet sich heute in einer Richtlinie aus dem Jahr 2006. In Artikel 2 dieser Richtlinie wird insbesondere hervorgehoben, dass als Diskriminierung wegen des Geschlechts jegliche ungünstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschutz gilt. Auch das deutsche AGG enthält eine entsprechende Regelung. In seinem Paragraphen 3 Absatz 1 heißt es, eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, das sind Einstellungen und Beförderungen, auch im Fall einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. Nehmen wir also einmal an, Frau B. wird zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und offenbart dort, dass sie im vierten Monat schwanger sei. Wird sie deshalb im weiteren Auswahlverfahren nicht mehr berücksichtigt, ist die Rechtslage klar. Nach der genannten Regelung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes hat der Arbeitgeber gegen das sogenannte Benachteiligungsverbot verstoßen und Frau B. somit nach anderen Paragraphen Anspruch auf eine angemessene finanzielle Entschädigung. Für diesen Anspruch von Frau B. kommt es weder darauf an, ob schließlich ein Mann zum Zug gekommen ist oder ob sich von vornherein sogar nur Frauen beworben hatten. Und es ist noch nicht einmal erforderlich, dass Frau B. die bestqualifizierte Bewerberin war, sodass man davon ausgehen kann, sie hätte die Stelle bei einer Nichtberücksichtigung ihrer Schwangerschaft auch tatsächlich erhalten. Das AGG sieht einen Entschädigungsanspruch ausdrücklich selbst dann vor, wenn die Bewerberin oder der Bewerber bei benachteiligungsfreier Auswahl gar nicht eingestellt worden wäre. Variieren wir nun unsere kleine Szene einmal und stellen uns vor, die Gesellschaft sei in puncto gleichberechtigter Teilhabe am Berufsleben und partnerschaftlicher Wahrnehmung von Erziehungsverantwortung schon ein ganzes Stück weiter. Deshalb bewirbt sich nunmehr Herr B. um die offene Stelle und offenbart im Vorstellungsgespräch, dass seine Frau in wenigen Monaten ihr drittes gemeinsames Kind erwarte. Aus dem eingereichten Lebenslauf ist weiterhin ersichtlich, dass Herr B. schon bei den ersten beiden Kindern jeweils deutlich mehr als nur 2 Monate Elternzeit genommen hatte. Wie stellt sich hier nun die Rechtslage dar, wenn der Arbeitgeber diese Informationen zum Anlass nimmt, Herrn B. im weiteren Auswahlverfahren nicht mehr zu berücksichtigen? Kann Herr B. auf dieselben Ansprüche hoffen wie seine Frau in unserem Ausgangsfall? Selbstverständlich darf auch Herr B. nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht
wegen seines Geschlechts benachteiligt werden. Genau hier liegt dann aber das Problem. Zwar kann es nur einem Mann passieren, dass er benachteiligt wird, weil er ein Kind gezeugt hat. So wie auch nur eine Frau wegen Schwangerschaft benachteiligt werden kann. Allerdings würde man den relevanten Tatbestand wohl doch völlig verfehlen, ginge man davon aus, dass die diskriminierende Entscheidung des Arbeitgebers tatsächlich an den biologischen Zeugungsakt anknüpft. Auch die Benachteiligung einer Frau wegen Schwangerschaft wird nicht auf dem akuten körperlichen Zustand beruhen, der punktuell im Moment der Arbeitgeberentscheidung im Auswahlverfahren besteht, sondern natürlich vielmehr auf den rechtlichen und ökonomischen Folgen, die aufgrund der Schwangerschaft für das Arbeitsverhältnis zu erwarten sind. Die oben zitierte Schutzvorschrift für Frauen wegen Schwangerschaft und Mutterschaft rührt ja auch genau daher, andernfalls bräuchten wir sie ja gar nicht. Es wäre also realitätsfern anzunehmen, der Arbeitgeber benachteilige Herrn B. gerade wegen der erfolgten Kindszeugung. Einem Arbeitgeber wird es bei realistischer Betrachtung allein darum gehen, die künftigen Folgen der absehbaren Vaterschaft, konkret also darum, dass Herr B. wahrscheinlich beruflich erneut zurückstecken wird, um aktiv Erziehungsverantwortung zu übernehmen, um diese Folgen zu vermeiden. Von einer Benachteiligung wegen des Geschlechts würde man deshalb allenfalls dann ausgehen können, wenn die Entscheidung des Arbeitgebers maßgeblich auf einem veralteten Rollenbild basiert. Männer, die sich statt um den Beruf um die Kinder kümmern, sind keine richtigen Männer. Opfer solcher Vorstellungen kann natürlich nur ein Mann werden. So wie umgekehrt, aber eben auch nur eine Frau Opfer der Vorstellung werden kann, Frauen mit Kindern hätten im Berufsleben nichts zu suchen. Dass der Arbeitgeber im Fall von Herrn B. tatsächlich aus derart antiquierten Motiven handeln sollte, ist heute Gott sei Dank doch allerdings eher unwahrscheinlich. Näher liegt die Annahme, dass es sich um eine durchaus rationale Diskriminierung handelt. Der Arbeitgeber will einen baldigen Vertretungsbedarf wegen Elternzeit vermeiden, sowie überhaupt ein mögliches höheres Ausfallrisiko und geringere zeitliche Flexibilität des neuen Arbeitnehmers. Stehen solche Gründe hinter seiner Entscheidung, fehlt aber ersichtlich jeder Bezug zum Geschlecht. Eine rationale Diskriminierung der aufgezeigten Art kann Frauen ebenso treffen wie Männer, und das tut es ja auch sogar sehr, sehr, sehr viel häufiger. Der eigentliche Grund für die Benachteiligung ist hier dann aber eben auch geschlechtsneutral. Er liegt in der Wahrnehmung von Erziehungsverantwortung. Eine daran anknüpfende Benachteiligung aber verbietet das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gerade nicht. Im abschließenden Katalog der verpönten Anknüpfungsmerkmale Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identität kommt dieses Kriterium nicht vor. Für die von Herrn B. erhofften Ansprüche sieht es damit aber erkennbar nicht gut aus. Anders als seiner Frau kann ihm als Mann die in § 3 Absatz 1 Satz 2 des AGG formulierte Regelung nicht helfen, nach der eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts auch bei einer ungünstigeren Behandlung einer Frau aufgrund von Schwangerschaft oder Mutterschaft vorliegt. Als Jurist mag man deshalb spontan an eine analoge Anwendung dieser Vorschrift nachdenken, was den schönen Effekt hätte, dass damit zugleich auch alle Vorurteile gegenüber Juristen bestätigt würden, denn im Ergebnis hieße das ja nichts anderes, als dass auch Männer Frauen im Sinne des Gesetzes wären. Allerdings ist eine Analogie hier nach den Vorgaben der herrschenden Methodenlehre ausgeschlossen. Die Vorschrift wurde von den Gesetzesverfassern bewusst so eng gefasst, es handelt sich also nicht etwa um einen legislativen Lapsus. Klargestellt werden sollte, dass eine Geschlechterdiskriminierung bei schwangeren Frauen nicht etwa deshalb verneint werden kann, weil es dem Arbeitgeber allein um Kostenvermeidung geht, nämlich die speziell durch den Mutterschutz verursachten Mehrkosten. Diese Kosten aber können wiederum, weil sie in den besonderen Belastungen durch Schwangerschaft und Entbindung gründen, eben nur bei einer Frau anfallen. Würde die Schutzvorschrift analog auf Männer angewendet, erschiene die eigentliche gesetzgeberische Absicht folglich so stark verändert, dass von einer eigenständigen neuen Regelung gesprochen werden müsste, die aber eben dann auch nur der Gesetzgeber und nicht der Richter schaffen dürfte.
Können wir damit Herrn B. auch keine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts attestieren, bleibt doch noch zu prüfen, ob er nicht möglicherweise Opfer einer mittelbaren Diskriminierung wurde. Eine solche Art der Diskriminierung liegt laut AGG dann vor, wenn scheinbar neutrale Entscheidungskriterien herangezogen werden, dadurch aber Personengruppen, die das Gesetz gerade schützen will, in besonderer Weise benachteiligt werden können. Berücksichtigt also etwa ein Arbeitgeber unter den Bewerberinnen und Bewerbern um eine Stelle nur diejenigen, die Wehrdienst abgeleistet haben oder die mindestens 1,80 Meter groß sind, liegt eine mittelbare Diskriminierung von Frauen vor. Hier müsste der Arbeitgeber für seine Auswahlkriterien deshalb besondere Rechtfertigungsgründe vorbringen können. Unserem Herrn B. ist allerdings auch so nicht zu helfen. In der sozialen Realität sind es nach wie vor ganz überwiegend Frauen, die wegen der Kinder beruflich zurückstecken. Wenn ein Arbeitgeber bei seinen Einstellungsentscheidungen scheinbar geschlechtsneutral an das Merkmal der Übernahme aktiver Erziehungsverantwortung anknüpfen würde, träfe dies also überwiegend und typischerweise gerade nicht das männliche, sondern eben das weibliche Geschlecht. Mittelbar diskriminiert würden folglich nach der bestehenden gesetzlichen Regelung immer nur Frauen. An unserem Befund für Herrn B. würde sich selbst dann nichts ändern, wenn die Betreuungs- und Erziehungstätigkeit, wie ja eigentlich wünschenswert und erstrebenswert, tatsächlich bereits in der gesamten Gesellschaft weitgehend partnerschaftlich aufgeteilt wäre. Denn in diesem Fall wären die Geschlechter stets gleichartig betroffen. Es fehlte also nach wie vor an der notwendigen besonderen Betroffenheit gerade männlicher Bewerber. Nach dem geltenden rechtlichen Konzept der mittelbaren Diskriminierung würden Männer in einer entsprechenden veränderten sozialen Wirklichkeit nicht also etwa Schutz gewinnen, sondern nur Frauen einen derzeit noch bestehenden Schutz verlieren. Meine Damen und Herren, für das geltende Recht gelangen wir damit zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Der gesetzliche Schutz von werdenden Vätern, die bei Einstellungs- oder Beförderungsentscheidungen benachteiligt werden, weil der Arbeitgeber befürchtet, sie würden ihre Erziehungsverantwortung aktiv wahrnehmen und deshalb beruflich schon bald spürbar zurückstecken wollen, ist geringer als derjenige werdender Mütter. Letzteren hilft in solchen Fällen eine ausdrücklich Frauen vorbehaltene spezielle Bestimmung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Weil der Wortlaut dieser Bestimmung gegenüber dem eigentlichen Zweck ein bisschen zu weit geraten ist, schützt diese Vorschrift vor sämtlichen Benachteiligungen wegen Mutterschaft und nicht nur vor solchen, die aus einer tatsächlich dem weiblichen Geschlecht vorbehaltenen Schwangerschaft bzw. dem Mutterschutz im engeren Sinne resultieren. Knüpft der Arbeitgeber allein an die drohende Übernahme von Erziehungsverantwortung nach dem eigentlichen Mutterschutz an, können Frauen anders als ihre männlichen Partner, ferner aber auch noch von der Figur der mittelbaren Diskriminierung profitieren, jedenfalls so lange, wie Kindererziehung entsprechend der heutigen sozialen Realität überwiegend Frauensache bleibt. Ausgerechnet das Gesetz, das eine Gleichbehandlung der Geschlechter gewährleisten soll, behandelt Männer und Frauen in diesem wichtigen Punkt also ungleich. Das wird auch nicht etwa an anderer Stelle ausgeglichen. Zwar findet sich in § 18 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes eine Kündigungsschutzregelung für Arbeitnehmer natürlich beiderlei Geschlechts, allerdings schützt diese Regelung nur vor dem Verlust des aktuellen Arbeitsplatzes und hilft nicht bei Benachteiligungen im Rahmen von Bewerbungs- oder Beförderungsverfahren. Meine Damen und Herren, auch wenn sich die Rechtswissenschaft zuvörderst mit dem aktuell geltenden Recht beschäftigt, ist ihre Zuständigkeit mit einem solchen Befund natürlich noch nicht erschöpft. Wenn das Recht einen Eigenwert haben soll, wenn es insbesondere die in der Politik wirkenden Mächte in ihre Schranken weisen soll, mögen diese Mächte auch demokratisch legitimiert sein, dann muss die Rechtswissenschaft ebenfalls stets danach fragen, ob ein aktuell erhobener Befund zur bestehenden Rechtslage den ureigensten inneren Ansprüchen des Rechts gerecht wird, eine an gesellschaftlich konsensfähigen Grundwerten ausgerichtete, willkürfreie
und damit auch in sich möglichst stimmige Ordnung zu schaffen. Mit Blick auf möglicherweise verfassungswidrige Rechtszustände leuchtet das ohne weiteres ein. Die Zuständigkeit der Rechtswissenschaft geht aber auch noch darüber hinaus und reicht durchaus in das Feld der Rechtspolitik, wenn es darum geht, Mängel des geltenden Gesetzesrechts durch Vorschläge zur Beseitigung von inneren Brüchen, Inkonsistenzen, Lücken etc. zu beheben. Wir wollen uns deshalb abschließend auch noch danach fragen, ob die erkannte Ungleichbehandlung von werdenden Müttern und Vätern beim Schutz vor Diskriminierungen wegen erwarteten Nachwuchses so stehen bleiben kann oder ob sie vom Gesetzgeber korrigiert werden sollte. Aus rein pragmatischer Warte mag man zunächst einwenden, dass sich die soziale Relevanz des erkannten Problems aktuell doch sehr in Grenzen hält. Mit Blick auf Benachteiligungen, die aus der Übernahme von Erziehungsverantwortung resultieren, dürfte die Diskriminierung von Frauen noch lange Zeit das dominierende Thema bleiben. Selbst wenn jüngere gesetzgeberische Anreize dazu geführt haben, dass immer mehr Männer immerhin 2 Monate Elternzeit in Anspruch nehmen. Indes muss man nicht doktrinär auf dem Prinzip der Rechtsgleichheit und der inneren Widerspruchsfreiheit von Gesetzen beharren, um solche pragmatischen Erwägungen in unserem Fall schließlich doch nicht gelten zu lassen. So sendet der geringere Diskriminierungsschutz von Männern, die bereit sind, für die aktive partnerschaftliche Übernahme von Erziehungsverantwortung beruflich zurückzustecken, gerade unter gleichstellungspolitischen Aspekten ein fatales und kontraproduktives Signal aus. Wenn solche Väter im Hinblick auf ihre Chancen in Bewerbungsverfahren nicht mit demselben gesetzlichen Schutz rechnen können wie die Mütter ihrer Kinder, wird die generelle Bereitschaft von Männern, sich beruflich im Interesse einer echten partnerschaftlichen Lastenteilung einzuschränken, kaum steigen. Gerade das aber sollte doch das Ziel jeder Gleichstellungsgesetzgebung sein. Die Schaffung eines rechtlichen Rahmens, der es der Gesellschaft ermöglicht, die notwendigen Änderungen auf dem Weg hin zu einer gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter in allen Bereichen des Lebens von sich aus, und das heißt insbesondere unbeeinflusst von gesetzlichen Fehlanreizen, vorzunehmen. Ganz herzlichen Dank. Thank you.